So, willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Edna bricht aus. Wir sind aus der Anstalt draußen. Wir haben den Generalschlüssel, aber wir sind noch nicht ganz aus der Anstalt draußen. Also wir sind nur aus dem Haus draußen, aber nicht aus der Anstalt. So, wir haben hier noch einen Raum, eine Garage. Wir haben hier tatsächlich ein... verschiedene Tonnen. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Sprechen wir mit Kann's dem Start-Hebekabel. Und ab! Gut. Harvey, was sagst du Lieber zu dem? Lieber nicht. Harvey steht auch so schon unter Strom. Sehr gut. Na, dann nehmen wir das Zeug mal. Ich glaube, das können wir mitnehmen. Das schaut auch aus, als könnten wir es mitnehmen. Der sieht nützlich aus. Mhm. Das denke ich mir auch. Sprechen wir mit ihm. Oh. Okay. Wir nehmen ihn. Harvey, was sagst du dazu? Die Schraube gehört genauso locker, wie sie ist. Und sie ist super locker. Sehr gut. Lackdosen. Sehen wir uns die Lackdosen Bordeaux Metallic. Harvey, was sagst du zu den Lackdosen? Pass auf, Harvey. Wenn du zu doll dran riechst, siehst du Farben. Ja. Oh. Können wir die mitnehmen? Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Warum? Man kann sie immerhin noch irgendjemanden auf den Kopf werfen. Alles ist zu gebrauchen. Ja. Langweilig. Mal schauen, ob wir sie anzünden können. Wenn ich die Dose an das Kabel klemme, könnten wir uns eine Zentrifuge bauen. Yippie! Hase schleudern! Na dann tu es. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Signalfarbenwerkzeug. Okay. Ist es jetzt Eine anders? Eine sinnvolle Ergänzung zu meiner Fußnagelfähigkeit. Das stimmt. Das ist nicht ganz unrecht. Na gut, dann sehen wir uns mal diese Autotür an. Wie bekomme ich die jetzt auf? Also im Fernsehen nehmen sie immer diese Dinger hier. So was lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Hey, es hat funktioniert. Ohne den Wagen nützt sie mir nichts. Und nun? Ich kann nicht fahren. Das sowieso nicht. Da fehlt noch ein. Da fehlt sogar noch ein Reifen. Um ganz ehrlich zu sein. Okay, du brauchst Hilfe. Na gut. Rede mal mit der Wagentür. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Okay, wer könnte uns helfen? Der Schlüsselmeister natürlich. Er hat immerhin gesagt, dass er uns helfen wird. Was ist da vorne? Hey... Netter Schlitten. Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du davon, Harvey? Das Auto verspottet uns. Warum? Ja, ich höre es auch. Und was nun? Na was wohl? Wir spielen Autofriedhof. Autofriedhof. Der Autofriedhof. Warte mal, bevor wir Autofriedhof spielen, da ist doch ein Ersatzreifen dran. Das ist gut. Den können wir sicher mitnehmen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Was? Was für eine Alarmanlage? Harvey, was sagst du zu dem Reifen? Harvey braucht keinen Ersatzreifen. Bei ihm ist nie die Luft raus. Der vielleicht nicht, aber dieses Auto da hinten braucht einen Ersatzreifen. Gibt's sonst noch irgendwas? Hey, da gibt's Scheinwerfer.
Harry, was sagst du zu den Scheinwerfern? Hallo, ihr Scheinwerfer. Wie geht's euch denn so? Stinker, Stinker. Was? Ihr wagt es, mich zu beleidigen? Mich? Den großen Zampano? Stinker, Stinker. Oh, das macht mich wütend. Kommt herbei, Kräfte der Zerstörung. Gebt dem großen Zampano seine destruktive Supermacht. Harvey, ist was? Du bewegst deine Lippen so seltsam. Was? Ach, nein, nein. Alles in Ordnung. Du wolltest mir was zeigen? Okay. Okay. Ja. Oh oh. Okay, wir haben einen Streifen reingemacht. Wer war das? Okay, gut, gut. Wir gehen hier nicht hin. Hey, ein Zen-Garten, ein Fenster. Schauen wir uns mal das Fenster an. Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Wahrscheinlich tun sie das eh nicht. Gibt es sonst noch irgendwas? Den Zen-Garten? Hey, eine Vogeltränke. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Kann ich nachvollziehen. Harvey, was sagst du zur Vogeltränke? Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Okay. Okay. Geben wir Ketchup da rein. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Das ist ja urdumm. kann ich das draufspucken? Da ist kaum Wasser in der Tränke. Stattdessen sind da so kleine, weiße, dickflüssigen Pfützen. Oh, sie trinkt. Oh, sie trinkt echt davon. Oh, ist das widerlich. Ja, geht's auch noch weiter. Da ist ein Stein. Und da geht's zum Wachturm. Ja, gehen wir mal da. Der Zen-Garten ist jetzt noch nicht so wichtig. Was gibt es hier? Eine Mauer? Eine Harke. Wir schauen uns mal die Mauer an. Das ist der erklärte Etappenfeind. Da müssen wir jetzt drüber. Harvey, sag zur Mauer was. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Sehr gut, Harvey. Sag sehr ruhig. Sprechen wir mit ihr, um sie darauf hinzuweisen. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Definitiv. Können wir die Mauer einschlagen? Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Könnte ich sie wegschrauben? Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Das kennen wir schon. Diese Mauer hat kein Schlüsselloch. Warum nicht? Die einzige Öffnung ist das Haupttor da hinten. Ärgerlich. Na gut, wir sehen uns auch die Harke an. Die Harke lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Harke, was sagst du dazu? Es sieht so aus, als würde sie Hi sagen. Wir nehmen dich. Moment mal. Da sind ja schon Rillen drin. Echt? Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Verdammt. Harvey, was sagst du zu der Harke? Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Oh. Das stimmt, dann solltest du ihn weghalten. Was kann man noch mit dieser Harke machen? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen radioaktives Urzeitlaub. Oh,
los, Captain Unbrauchbar? Was sagst du zum Reifen? Das Mobil hat 6 Ersatzreifen. 2 für jedes Rad. Ich will nicht wissen, was Captain Unbrauchbar alles mit seinem Honkmobil macht. In diesem Bild bekommt Captain Unbrauchbar eine weitere Superfähigkeit. Er kann jetzt Schrauben auch im Uhrzeigersinn aufdrehen. Wahnwitz. In diesem Bild ist das Honkmobil stehen geblieben. Captain Unbrauchbar lässt nützlich Boy schieben. Wir lassen auch schieben. So, hier gibt es nicht mehr. Wir haben die Harke. Lassen wir Poke noch etwas dazu sagen. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Okay, wir sind also hier in einem mehr oder weniger unnötigen Raum gefangen. Gut, lasst uns wieder gehen. Wir gehen hier nie wieder her. Die Mauer mögen wir sowieso nicht. Gehen wir zum Zinkgarten. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Was? Bist du wahnsinnig? Ich will... Ach Gott. Ich wollte die Harke noch jemandem zeigen. Ach Gott. Harvey, was sagst du zum Fenster? Ich glaube, so könnten wir es dreckig machen. Erinnert dich das Fenster an etwas, Harvey? Na klar. Da drin hat doch die Gruppentherapie stattgefunden. Dahin will ich mich aber nicht zurücktempomorphen. Warum nicht? Es gab Kaffee und Kuchen. Oh, stimmt. Nein, gab es nicht. Hey, nein? Ich bin hier für das Erinnern zuständig. Oh. Das heißt, wenn wir uns an Kaffee und Kuchen erinnern, ist es da? Mal schauen, können wir die Scheiben einschlagen? Nein. Mist. Das soll ich auch. Aber schmutzig machen können wir es zumindest diesmal selbst. Und mit Ketchup. Das ist gut. Und wir spucken es an. Können wir es auch beschreiben? Wenn ich doch nur meine Fensterfarben dabei hätte. Verdammt. Na okay. Achso, nein. Da vorne geht es ja auch noch weiter. Meine Güte, ich bin so dumm. Zurück. Warte mal. Ah, die Limousine ist wieder frei. Gibt es hier irgendetwas? Den Haupteingang? Hinter das Haus und das Haupttor. Na dann gehen wir mal zum Haupttor. Okay, in diesem Raum gibt es nur die Tür. Auch nicht schlecht. Hey, hier gibt es Fässer. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Harvey, was sagst du zu den Fässern? Harvey ist noch gut in Schuss. Ich werde den Teufel tun, ihn zu entsorgen. Sprechen wir mit den Fässern. Hallo? Ist jemand da drin? Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Das will ich doch hoffen. Können Ein sie mitnehmen? Wenig sperrig, meinst du nicht auch? Na, wir könnten sie hier mitrollen. Okay, derzeit wüsste ich nicht genau, was ich damit machen soll, aber... Hey, die Harke ist noch da. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasseramöben. Ich mag Grundwasseramöben. Ich denke den ganzen Tag an sie. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich heiraten muss. Okay. Gehen wir die Treppe rauf. Da ist ein Spind. Wir schauen uns mal den Spind an. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ja, okay. Du hast nicht ganz unrecht. Hallo? Ist hier noch frei?
Ist was drinnen? Hey, das wollte ich aber nicht. Ich wollte schauen, ob was drinnen ist. Kann man da irgendwas reintun? Die Polizeimarke zum Beispiel. Oh, der Spind ist jetzt weg. Er ist jetzt ein Raum. Okay, das heißt, wir müssen uns hier wohl verstecken irgendwann einmal. Immer mal weiter rauf. Wer ist da? Na warte, dich kriege ich. Ah. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Ja. Das heißt, vor dem müssen wir uns verstecken. Und das Haus. Okay. Das heißt, wir sind einmal rund ums Haus gegangen. Na gut, dann suchen wir uns doch glatt mal den Hilfe. Wir können uns jetzt frei. Oh, da doch nicht. Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is. Hallo? Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Okay, den müssen wir loswerden. Ach ja, ich kann mich schon wieder erinnern. Deswegen können wir so destruktiv mit der Limousine vom Dr. Marcel umgehen. Weil während der Chauffeur draußen auf die Limousine aufpasst, können wir innen reingehen. Wir haben ja jetzt den Generalschlüssel, das heißt im Haus können wir uns an und für sich frei bewegen, aber nur dann, wenn der Chauffeur nicht da ist. Das heißt... Die erste zerstörte Scheinwerfer. Wer war das? Und ich weiß auch schon wieder, wie ich ihn loswerde, wenn ich dann drinnen bin. Weil wenn wir drinnen sind, müssen wir ihn ja auch loswerden. Ha, das ist gut, dass ich das schon weiß. Und nicht mehr 100.000 Sachen ausprobieren, bis ich drauf komme. Hey, Juppie ist weg. Warum das? Wo ist denn jetzt der Ada? Ja. Wir sind drinnen. Okay. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel, wir können ich verschwinden. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Nein. Okay. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Vielleicht nicht. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn. Okay. Dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Das ist schlecht. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Etwas weniger Naheliegendes? Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Naheliegend. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns davon. Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei.
Das wäre ein prima Plan, wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Okay. Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Und dann habe ich ihn beim Tofu-Entschuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateam im Damenvolleyball 88. Was? Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen. Wie bitte? Wir öffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Das ist nicht ganz unrecht. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mal Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Ich habe ein passendes Fahrzeug. Wir können nur noch nicht fahren damit. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Okay. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Na, wir klopfen wird schon gehen. Dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Mhm. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Mhm. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Okay. Warum isst du nicht in der Kantine? Warum wissen wir überhaupt, dass jemand in der Kantine ist? Warum isst du nicht in der Kantine? Achso, weil ich so Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich komme dann, später wieder. Gut. Herrschaften, meine 20 Minuten sind auch mehr oder weniger um. Ich glaube, wir haben schon alles aufgehoben hier. Aber einen Stock weiter rauf. Wir gehen noch bis zum Raum vom Schlüsselmeister, wir sprechen aber noch nicht mit ihm. Ha, wir können hier auch aufmachen. Ja. Sehr gut. Ich frage mich, ob die Türen offen bleiben. Naja, werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall, an dieser Stelle werden wir für heute Schluss machen. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Schlaf gesund, träumt was Schönes. Und vielleicht sehen wir uns bald ja wieder. Bis dann. Ciao.